Alter, die Zeit vergeht heute wie im Flug. Sorry, Leute, ich hab Probleme mit Ton. Aber ihr nicht, oder? Jungs und Mädels, meine Fresse. Und das an dem Sonntag, der eigentlich ein Montag ist. Hallo und herzlich willkommen aus dem AZS Innsbruck. Ich hoffe, der Bart sitzt einigermaßen. Ihr seht mich, ihr hört mich. Der Ton ist in Ordnung. Und alles läuft so, wie es sein soll. Gebt mal hier kurz Kommentar, ob das so passt oder nicht. Ton top. Großartig. Also bei einem. Einer schreibt Ton top. Nee, Ton top, schreibt Michu. Okay, gut. 270 Leute, was ist denn los mit euch? Da werden wir jetzt gleich mal Mu raushauen, oder? Wir haben einen leichten Streaming-Marathon hinter uns. Ich muss hier kurz das noch reinklappen, so. Okay, nee, das ist, sieht scheiße aus. Okay. Ich habe Kopfhörer auf. Das liegt daran, dass wir heute technisch uns ein bisschen in andere Sphären bewegen, weil wir über Discord mit Kiki in Verbindung stehen und Kiki uns heute, hallo Kiki übrigens an dieser Stelle, nicht nur die Administratorin memt, sondern eben auch noch den ganzen anderen Stream hier macht. Ich werde mich heute einfach nur zurücklehnen, Bierchen trinken und sagen, schöner 1. April. Seid ihr heute schon im April geschickt geworden? Ne? Von mir noch nicht, ne? Vielleicht kommt's noch, wir werden sehen, aber könnt ihr mal reinschreiben. Also, der Hajo haut jetzt einfach mal 5 Mitgliedschaften raus. Gerade so für den Anfang, ne? Ach, da. Ich freue mich. Danke dir, Hajo. Ich trinke jetzt mal ein Schlückchen auf dich. Ah, Bild ist okay. Es fehlt wer. Natalie. Ja, die Kiki fehlt. Ne, wir hatten jetzt den Micha und die Nicole zu Besuch. Gut, Nicole war nie im Bild, aber der Micha war da. Die haben es gut nach Hause geschafft. Was sensationell ist, weil das sind ja auch, glaube ich, fast 10 Stunden, die sie fahren. Und für all diejenigen, die glauben, es ist total einfach, hey, mach doch mal schnell wieder einen Stream miteinander. Dass er hier sitzt, ist etwas Außergewöhnliches. Dazu brauchen die Urlaub, müssen herfahren. Große Kostenaufwand, großer Zeitaufwand. Und schön, dass es so großartig funktioniert hat. Wir haben jetzt immerhin 3 Streams hintereinander gemacht und 3-mal ziemlich chaotische, aber dann doch funktionable Sachen erklärt. 3-mal ein Stream mit über 2 Stunden. Mal schauen, wie es heute wird. Wir werden uns heute Richtung UForge begeben. Wer nicht weiß, was UForge ist, oh, das klappt sogar auch. Das ist sowas, ne? Also nicht das Bild, sondern dass ihr so etwas mit eurem 3D-Drucker drucken könnt. Ist nichts mehr Neues. Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, okay, der eine oder andere kennt das noch gar nicht. Fakt ist nur, ich habe es erst einmal gemacht. Ich habe erst einmal so ein HueForge-Bild gedruckt und das habe ich gar nicht selbst erstellt, sondern das hat unsere Kiki gemacht. Also das, sowas kann Kiki machen, ich habe es einfach nur runtergeladen. Für all diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das wird uns Kiki noch genau erklären. Die hat das Ganze vor ein paar Wochen schon bei uns im Discord-Server in einem Privatstream für alle Discord-Zuschauer gemacht. Aber das wurde nie aufgezeichnet. Jetzt haben wir beschlossen, heute machen wir mal das Ganze hier live im Stream, weil der wird aufgezeichnet. Und dann kann jeder Mensch, der sich für UForge interessiert, die Anleitung von Kiki nutzen. Genau. Das Programm wird jedes Mal so ein bisschen besser, also es verbessert sich. Wir machen heute mal so die Basics, das wird euch Kiki dann genau erklären. Aber ja, und dann schauen wir mal, was ihr so draus macht. Beziehungsweise hat von euch schon mal jemand UForge verwendet? Vielleicht machen wir da mal eine kurze Umfrage, wenn Kiki keinen Mörderstress hat. Aber es würde mich mal interessieren, ob der eine oder andere, egal ob er jetzt schon Bambulab hat oder normale Drucker hat, weil das geht ja mit allen Druckern, ob ihr solche Bilder schon mal verwendet oder genutzt habt oder gemacht habt. Der Franz hat das vor 3 Wochen das erste Mal gemacht. Man braucht leider eine Masse an Farbe. Ich glaube, da kann dir Kiki heute einiges zeigen. Warte noch. Kiki haut bestimmt gleich eine Umfrage raus. Ist absolut mega. Den Link zum Discord, der kommt bestimmt auch gleich mal. Keine Angst, Leute. Es ist nur so, ich überfordere jetzt gerade meine Admine, die wahrscheinlich jetzt gerade ganz andere Sorgen hat, aber kriegen wir schon hin. UForge kostet aber, oder? Will ja, auch das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich stelle der Kiki die Fragen, die ihr hier stellt. Aber jetzt hat sie mal einen Discord-Link rausgehauen. Die Umfrage, glaube ich, macht sie nicht. Aber Kiki, du kannst dich ja mal tontechnisch hier schon mal einfach zuschalten. Schauen wir mal, ob das... Wir schalten jetzt gerade
unsere Admine aus Deutschland zu. Schweiko, Innsbruck ruft Deutschland, hallo? Innsbruck, hallo, ja, hier Björn. Warte mal, warte mal. Ich höre nichts, weil ich hab den Kopf herausgeschalten. Kiki? Ja, ich bin da. Also ich höre sie, hört ihr sie auch? Ich habe euch schon ein paar, was? Ein paar gedruckt. Live aus Deutschland. Ja, Kiki ist live in Deutschland. Gebt mir mal Infos, ob das jetzt hier so funktioniert. Hallo und guten Abend, ihr Lieben. Ja, okay. Ich bin gespannt, ob ich zu leise, sie zu leise, ich zu laut oder sie zu laut ist. Alter, der Check geht ab. Holla die Waldfee. Vielleicht möchte noch jemand Ja schreiben. Vielleicht möchte noch jemand schreiben. Ja, Kiki, ja. Okay. Kiki, Umfrage hast du keine jetzt gemacht, ne? Nein, aus dem Grund, mein PC ist damit etwas überlastet, weil der tut ja gerade so, als ob er auch streamen würde. Dann noch Discord auf und dann jetzt auf deinen Account wechseln. Das wäre ein bisschen zu viel. Siehst du, und deswegen habe ich Deutschland jetzt zugeschalten und der Hajo verklickert mir gerade, Kiki, wir müssen Mu raushauen. Bist du dabei? Bist du bei Mu dabei? Aber sowas wie Okay, von. also Und ich mache nicht nur synchron, ich mache richtig mit. bei über 350 müssen wir Mu raushauen, Leute. Das Alles ist klar. Regel. Sonst geht Internet nicht, ne? Okay? Ich mach mit. Das habe ich übrigens selbst in der Badewanne aufgenommen, nur dass ihr es wisst, ne? Okay. Die Leute sagen, ich bin zu leise. Die Leute sagen, du bist zu leise. Gut, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was ändern. Red doch noch mal was, Kiki. Der heutige Wetterbericht. Regen, Regen, Regen. Ich mache mich ein bisschen leise, Leute. Ich glaube, das geht am einfachsten. Ihr dreht die Box ein bisschen höher und jetzt kann Kiki ganz normal reden. Ja, Ich denke, genau. ja, männliche Stimmen sind, weil sie ja in der Wildnis jagen müssen und sich gegenseitig Schlachtrufe zurufen müssen, immer ein bisschen prägnanter. Und Kiki hat halt diese seidene Telefonstimme. Ja, aber, hier schau. Kiki, seit wann machst du UForge? Ungefähr seit 6 Wochen, 8 Wochen, so plus minus über den Ja. Daumen gepeilt. Ja, und seitdem Ja. intensiv, ne? Ja, also ich habe auch so angefangen, wie du auch. Ich habe mir eine fertige Datei runtergeladen, habe die gedruckt, war restlos begeistert, habe die nächste runtergeladen, wieder gedruckt, war restlos begeistert. Und dann dachte ich mir, okay, das ist schön und gut, dass ich mir fertige Werke runterladen kann, also fertige Dateien, aber mich interessiert das selber machen. Also habe ich nachgeguckt, was ist das für ein Programm, was kostet es, und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich habe unendlich viele Videos dazu mir angeschaut, weil da kommen wir gleich zu, im Bamboo Studio, also in deinem Slicer, muss man so ein paar Änderungen machen. Und so habe ich das Ganze für mich persönlich optimiert. Jetzt, Und Moment mal. seitdem lege ich los. Für all diejenigen, also UForge ist ja eigentlich nichts anderes als die Webseite, die dieses Programm zur Verfügung stellt, dass man solche Bilder erstellen kann, oder? Genau, der Stevie hat ein Programm entwickelt. Das Kennst du kauft denn? man einmalig. Nein. Weil du, das ist das Stevie. Weißt du, das klingt so wie, keine Ahnung, wenn ich sage, der Sepp, der Nachbar, nicht? Aber das Stevie, wo Ja, kommt aber das er hat Stevie das, her? ich glaube, aus den USA, soweit ich weiß, und der hat das ganz alleine entwickelt. Also da sitzt jetzt keine riesen Firma hinter, sondern das hat er ganz alleine entwickelt und ja. Aber was hat er dabei entwickelt? Er hat jetzt ein Programm entwickelt, das Bilder 3D druckbar macht und in mehreren Farben Ganz druckbar genau, macht, oder? ganz Weil. genau. Es ist wie malen mit dem Drucker. Hauchdünn malen, das wird ja nachher hauchdünn. Du kannst es ja Ja, mal in die Kamera halten, das ist von der minimal, Seite ne? her. Ja, Das ist ja. wirklich hauchdünn. Und Also ja. ich würde schätzen, es sind 4 oder 5 Schichten Farbe. Vielleicht 5, ich weiß nicht genau bei mir, und maximal 1,5-2 mm dick. Also du kriegst im Prinzip bei UForge Bilder raus, die nur so dünn sind. Die sind nicht dicker, ne? Das sind wie Lithophane Genau. eigentlich so ein bisschen. Ne? Also ich vergleiche sie mit Lithophane, aber Lithophane haben ja an und für sich Lithophane. einen ähnlichen Ja, Aufbau, oder? Lithophane lebt durch Beleuchtung. Genau, und die eben ohne, weil die sind ja hinten immer schwarz geblockt, ne? Genau. Es gibt mittlerweile auch UForge mit Lithophane kombiniert, aber da bin ich raus, weil entweder mache ich Lithophane oder ich mache halt UForge ein Bild.
Die Kombi habe ich Ja? noch, mich noch nicht dran gewagt. Das Ich heißt aber lese auch, gerade die Frage, Entschuldigung, ja, Matthias, ich lese welche gerade die Frage? Frage, ob UForge ohne Kreditkarte zu kaufen geht. Nein, ihr Also, braucht tatsächlich eine Kreditkarte dafür. PayPal geht nicht, oder? PayPal geht nicht. Okay, ja, gut. Oder mit Briefmarken. Ja. Ja, aber Sagt ist so. der Brief. Aber gibt es nicht sogar eine Testversion? Nein. Also, okay, du musst, also, was kostet das? Es kostet 18 US-Dollar Hm, für das eine sind. lebenslange Lizenz. Das aber eine für die Privatlizenz. Wer das Ganze natürlich gewerblich nutzen möchte, da gibt es dann Staffelungen, ne? Also da sind dann andere Preise. Ich bin eine Privatperson, von daher ich habe 18 US-Dollar plus Mehrwertsteuer, sagen wir mal 20 Euro bezahlt. Okay, Das ist für eine lebenslange Lizenz. der Hajo schreibt ja, es geht ohne Kreditkarte zum Kaufen. Wie hast du es geschafft, Hajo? Es würden wahrscheinlich einige interessieren, wie das funktioniert. Kannst du es uns gerne bitte hier reinschreiben? So, sorry, das Handy wird ausgemacht. Dann hast du Zugriff auf eine Desktop-Version oder hast du Zugriff auf eine online-basierte, also eine Browser- oder eine Webgeschichte? Nein, ich habe eine Desktop-Version. Das Man heißt, bekommt dann einen Link zugeschickt. der hat ein Programm geschrieben, ein richtiges, ne? Genau. Und das ist, also das Programm, ihr werdet es gleich sehen, es ist überschaubar. Es ist aber auch gigantisch, was man alles machen kann. Ja, also ich bin UForge verliebt. Anders Also, kann man es nicht beschreiben. der Alf schreibt gerade, mit Apple Pay kann man es anscheinend zahlen. Oder also Google Pay über PayPal Pay. würde auch gehen. Okay, also Leute, da gibt es anscheinend mehrere Möglichkeiten, dass ihr es nicht direkt mit Kreditkarte bezahlen muss. Das ist jetzt aber auch nicht Sinn und Zweck des heutigen Streams. Fakt ist nur, ihr müsst irgendwo auf einer fremden Seite was kaufen. Das ist an eine kleine Ein-Mann-Firma, nehme ich mal an, Genau. die momentan oder momentan seit ein paar Wochen auf jeden Fall das 3D-Druck-Universum etwas verändert. Aber Kiki, gerade mal so noch grob zur Basic. Es gibt natürlich Einschränkungen, insofern was die Größe angeht. Weil ich schätze mal, du kannst halt nur so groß drucken, wie eine Druckplatte ist, oder? Ja. Hat er selbst in seinem Programm maximale Maße oder kann man theoretisch ein Die kann man großes Bild machen? einstellen. Aber kann man ein Die kann großes man Bild machen und einstellen. das Ganze wie Kacheln drucken lassen dann? Wäre das auch Da möglich? fragst du mich was? Ja, ich vermute mal ja, indem ich einfach das ganz große Bild zum Beispiel in Photoshop lade, es dort zerstückel und dann nach und nach da durchjage. Okay. Theoretisch müsste es machbar sein, ja. Müsste man ausprobieren. Und im Gegensatz zu den Lithofahnen ist es ja alles flach gedruckt. Also Lithofahne werden ja aufrecht teilweise gedruckt, können auch flach teilweise gedruckt werden. Aber das wird alles im Prinzip so gedruckt, ne? Auf der Druckplatte einfach von oben nach unten. Genau. Ja. Braucht man dazu spezielle Werkzeuge, Drucker oder sonst irgendwas? Nein, es kann jeder Drucker und ihr braucht auch keinen Bambu mit AMS. Es kann wirklich jeder Drucker, weil in jedem Slicer kann man eine Pause, einen Filamentwechsel einfügen. Und das ist das Entscheidende. Von daher, ja, es bedarf kein AMS. Okay. Kiki, ich schalte jetzt mal deinen Monitor oder deinen Bildschirm frei. Würdest du bitte mal kurz auf deine Seite gehen, die du zeigen möchtest, bevor ich hier umschalte? Jetzt hoffen wir mal, dass das auch alles funktioniert. Ich sehe noch nichts. Kiki, funktioniert das schon? Ja, Ne, ich also sehe. ich sehe noch nichts. Ich sehe gerade deinen Stream. Ich habe Nee. umgeschaltet. Nee, also selbst wenn ich umschalte, würde das Ganze so aussehen. Du hast noch nichts geteilt. Entschuldige bitte, Matthias, natürlich. Kann ja auch nicht anders sein, ne? Ich weiß nicht, keine Chaos. Ahnung. Chaos, Chaos geht weiter. Ihr Lieben, Chaos geht weiter. Ja, okay, und jetzt schaue ich mir deinen Stream an und in groß. Und jetzt müssten die Leute auch was sehen. So, jetzt Moment, Kiki, musst du hier auf der linken Seite viel bearbeiten oder muss ich mein Bild hier kleiner machen, dass die Leute was sehen? Ich Das glaube, funktioniert so. das funktioniert so. Weil Ja. die Leute brauchen hier auch nicht mitschreiben. Ich werde gleich, ich habe das Profil gespeichert, mein UForge-Profil. Das werde ich nachher zur Verfügung stellen. Das kann sich jeder runterladen.
Und es muss jetzt niemand mitschreiben oder, oh Gott, was steht da? Man kann es nicht lesen. Kein Stress. Das heißt, die Druckeinstellungen, die du von UForge dir rausgesucht hast und so Zeug für deinen Drucker, die kannst du weitergeben, dass die Leute dann einfach mit deinen Einstellungen weiterdrucken, oder? Ganz genau, ganz Geil. genau. Okay. Das Gut. gebe ich gerne weiter. Dann werde ich jetzt einfach nur noch blöde Fragen stellen und du gibst hoffentlich weise Antworten. Ja, wir können es auch umgekehrt machen, je nachdem. Haha. Okay, warum starten wir im Bambu-Studio, obwohl wir UForge machen wollen? In dem Programm von UForge sind einige Filamentmarken hinterlegt, aber natürlich hat man diese Filamentmarken nicht alle zu Hause. Und wir möchten ja gerne das Filament nutzen, was wir zu Hause haben. Um das verwenden zu können, gibt es einen Teststreifen, der Link kommt nachher auch noch. Den muss man sich einmal kurz in sein Profil laden. Natürlich hier vorher das Profil von dem UForge aufmachen. Dass Den man von dir dann Teststreifen später laden. kriegt, ne? Ja. Okay, Also ja. gebt mir ein paar Minuten. Ich kann jetzt gerade nicht beides, den Link raushauen und erklären. Okay, kein Und Problem, kein alles. Problem. Und Nee, alles alles. gut. Nach dem Stream können die Okay. Leute sich das dann vorzu runterladen. Die müssen halt ein Genau. bisschen Geduld haben. Und hier möchte ich die Basis aber gerne in dem Weiß haben. Also gehe ich mal kurz auf Objekt. Und sage, ich möchte das in Weiß haben. Kiki, kurze Nebenfrage, auch wenn es vielleicht blöd klingt, aber deine Einstellungen, die du hier hast, kann man die nur im Bambu Studio nutzen oder kann man die auch für andere Slicer-Einstellungen nutzen? Wird man auch für andere Slicer nutzen können, nur dort wird das vielleicht anders heißen. Ja, Da wird okay. der Text einfach ein bisschen anders sein. Ja, in Cura oder so heißen die manche Sachen ein bisschen anders, ne? Genau. Okay, ja. So, wenn wir das einmal in Weiß haben, dann sagen wir einmal Slicen, weil wir brauchen die Schicht höher. Ich gehe mal näher dran, dass man das besser sieht. Und zwar gehen wir jetzt hier so weit runter, dass die erste Schicht, ne, ab 7 ist noch Basis Ja. und ab 8 fängt sie an. Und hier sagen wir jetzt einfach mal Filamentwechsel. Ich möchte jetzt gerne das Petrol testen. Aha, okay. Sage nochmal Slicen und drucke das Ganze so aus. Ja, also der macht hier eine Schicht, hier zwei Schichten. Ja, okay, bis zu 10 Schichten einfach. Bis zu 10 Schichten, ganz genau. Und Auf dann weißes sieht er Filament, ne? auf weißes Filament. Das heißt, du Und musst dann sieht mindestens das zwei Ganze. Filamente nutzen, oder? Genau, einmal weiß als Basis. Und dann die Farbe, die ich testen möchte. Hier, man, entschuldige bitte das schreckliche Foto, Ist doch gut, alles cool. habe ich einfach mal so einen Teststreifen gedruckt. Und zwar geht es darum zu gucken, ab wann ist die Farbe nicht mehr transparent, ab wann ist sie wirklich opak, ab wann kann man nicht mehr durchschauen. Und diesen Wert, den brauchen wir. Und in dem Fall ist es jetzt wahrscheinlich 4 oder 5, oder? Nein, es ist tatsächlich die 9. Ach so, richtig nicht mehr durchschauen. Also, dass sie Richtig wirklich. nicht mehr durchschauen. Okay. 100%, 100% die Farbe. Das heißt, Kiki, der Wert 9, den du jetzt hier durch diesen Teststreifen rausgesucht hast, den benötigst du dann in dem UForge-Programm, damit Ganz er genau. weiß, wie stark er diese Farbe drucken muss, damit sie dann Ganz für ein genau. UForge auch wirklich funktioniert, oder? Ganz genau. Ganz Okay. genau. Kann man diesen Teststreifen auch ohne AMS bzw. Bambo oder sonst irgendwas drucken? Müsste auch gehen, ne? Ja, einfach durch Filamentwechsel. Ja, Ihr genau. macht hier dann einfach oder ein Pause. Ja. Ne, je nachdem, welchen Slicer man benutzt, bei Cura ist es Script hinzufügen. Ne, dass er mal kurz pausiert, die Nozzle aber die Temperatur hält. Und man dann schnell das Filament wechselt. Alles klar. Okay, das heißt, Das du hast geht jetzt gut. ein Filament getestet. Du musst Genau. es aber drucken, es geht gar nicht anders. Du kannst es jetzt hier im Slicer nicht eruieren, ob es da schon gut ist, sondern du musst es einmal Nein, drucken, man gegen muss das es Licht einmal halten. drucken. Ja, okay. Aber ihr seht, mit Vorbereitung sind es 16 Minuten. Es geht schnell. Das geht Aha. wirklich schnell. Und das sollte man mit jedem Filament machen, was man bei UForge gerne nutzen möchte. Die Frage vom Hio, muss man immer weißes Hintergrund nutzen? Ich gehe mal davon aus, das ist das Cleverste, oder? Manche sagen, man kann auch schwarz nehmen, aber ich persönlich nehme weiß. Okay. Ist, glaube ich, auch Ich nehme weiß und halte es. eine Erfahrung von vielen, ne? Ja, Aber einfach testen. Kiki, muss man das wirklich bei jedem Filament machen? Ganz ehrlich, bei meinen allerersten habe ich das gar nicht gemacht.
Ich habe einfach die Filamente genommen, die ich da habe, ohne Rücksicht auf Verlust und habe einfach experimentiert. Denn was soll denn Schlimmes passieren? Ja, außer dass Außer es dass das halt. Grau vielleicht nicht ganz so grau rüberkommt, wie es ursprünglich geplant war, aber trotzdem lässt sich das Ergebnis sehen, ne? Aber durch diesen Teststreifen und deinen Tests kannst du sehr gut eruieren, wie stark muss dein Filament eingestellt sein, dass du das optimale Bild und Ergebnis dann rausbekommst, wahrscheinlich, ne? Ganz genau, ganz Ja. genau. Also je genauer die Zuschauer ihre Filamente wissen, was für einen Wert sie haben, das kann man sich ja optimal auf die Rolle einfach hinten draufschreiben, oder? Kannst du einfach den Wert 9 draufschreiben, dann weißt du für die Zukunft, diese Rolle wurde schon mal getestet, habe eine 9 draufgeschrieben auf die Rolle und Genau. ja, Ich mache es wunderbar. so, ich bewahre mein Filament ja in den Bavaria-Kartons auf Ja. und diesen Streifen hier, das, was ich ausdrucke, packe ich einfach mit in den Karton rein. Ach, logisch. Den hast du ja dann auch dabei. Ja, ist clever. Na? Okay, ja. Ja gut, so kann das Genau. jeder für sich machen. Beziehungsweise den Streifen Natürlich. kann man ja hinten auch beschriften, ne? Genau. Okay, gut. Ja. Muss man das mit der Dann Farbe Weiß und Schwarz auch machen? habe ich noch nie gemacht. Haha. Ich bin ehrlich. Ich bin Ich der sehe mit den es von blöden Robert Fragen, ne? gerade. Nee, der Robert fragt nämlich auch, und wie teste ich Weiß? Habe ich noch nie gemacht, ehrlich nicht. Aber Ich habe das welchen mit bunten Wert Filamenten nutzt du bei gemacht, Weiß aber dann? den Standard, das, was YouWatch mir vorgibt. Weil ich schätze mal, es gibt wahrscheinlich auch transparenteres Weiß und Oh keine Ahnung, ja, ja. es gibt Jade-Weiß, es gibt Eierschalen-Weiß. Oh, in Weiß, da gibt es sehr, sehr Ja. viele verschiedene. Rennex, wart ab, das kommt jetzt alles noch. Jetzt haben wir mal einfach nur die Vorbereitung. Kiki, kannst Genau. weitermachen, ne? Okay. Dann lösche ich das jetzt hier mal raus, weil das brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Wenn wir diesen Wert haben, den notieren wir uns, dann geht es in UFOT. Und ihr seht, UFOT gibt hier unten gleich schon ein paar Werte vor. Das ist Standard. Ja? Jetzt möchten wir unser Objekt, also das Bild, Ja. möchten wir erstmal einladen. Dann gehen wir auf File. Open File Image und da suchen wir uns, das ist jetzt ein JPEG. Ich möchte ganz gerne Winter is Coming mit euch machen, Ja. Und das kurz weil vorm ich es Sommer, feiere. alles gut. Ja, ganz genau. Denn ich feiere das einfach. Aber ich zeige euch hier gleich noch einen kleinen Trick, wenn ihr sagt, ach nee, schwarz ist mir da zu langweilig, wie man das Ganze noch in Farbe machen möchte. Erklär uns Fangen wir doch aber mal erstmal an. die Oberfläche von Ja. dem ganzen Programm, bitte erklären. Genau. Hier findet ihr die Filamente. Die sind vorgegeben. Ja, die sind schon angelegt. Und hier seht ihr auch diesen TD-Wert. Diesen Wert haben wir ja gerade im Bambusstudio ermittelt. Unseren Ausdruck. Ja. Ja, ihr könnt neues Filament hinzufügen. Braucht ihr aber gar nicht unbedingt. Denn man kann. Jetzt sagen wir mal, wir haben von Bavaria das Braun. Wir wollen das mitverwenden. Wir schnappen uns hier die Farbe mit der linken Maustaste, halten es fest, ziehen es hier runter und schon haben wir es hier unten. Und jetzt sagen wir einfach mal, unser Wert war. Ah, hier stellst du den Wert ein, okay. Hier stelle ich den Wert ein. Unser Wert war 4. Und schon kann man ein Filament, was hier gar nicht in der Liste drin ist, mitverwenden. Ihr könnt aber auch ein neues Filament laden und dann die eigene Farbe, wie nennt man das, Matthias? Den Farbcode, oder was meinst du? Ja, ganz genau, den Farbcode kann man da auch mit eingeben. Okay, das heißt, es sind schon primär Filamentsorten vorgegeben, weil ich sie lese hier Bambulab, Bambulab, Bambulab. Das ist wahrscheinlich das originale Bambu. UFORGE, ganz genau. Die Okay. arbeiten sehr viel mit Polymaker. Okay. Also wenn du, wenn die Leute mit den ganz normalen Standard-Filamentsorten vom Bambu arbeiten, dann sind die meistens da schon drinnen, oder? Genau, Ja. genau. Aber ich sehe noch ganz andere Sorten. Werden die aktualisiert? Gibt es da immer mehr dann? Oder gibt es vielleicht Oh, das weiß ich verschiedene? gar nicht. Aber da gibt es ja auch andere Hersteller, sehe ich gerade, oder? Also Alter, ist die da viel. arbeiten mit diesen, ja, die arbeiten mit diesen Firmen zusammen. Vielmehr nicht die, sondern er ist ja Also, eine einzelne Person. eben, da ist Polylight, Paramount ist dabei. Das sind vieles Genau. amerikanische Firmen auch, ne? Sehe ich gerade. Ja, Polylight habe ich mir jetzt zum Testen auch mal zugelegt. Okay. Aber du sagst, dein eigenes Filament kannst du hier reinsetzen und du kannst dir somit quasi ein Preset für deine Filamente machen, oder?
Ganz genau. Ich suche mir eine Farbe, die. Ich suche mir einfach eine Farbe raus, die diesem hier so ziemlich ähnlich kommt. Zieh mir die nach unten, gebe hier oben einen Wert ein und schon geht's los. Okay. Wichtig ist halt dieser TD-Wert. Und der wäre jetzt Ja? bei deinem Grün, also bei deinem Türkis, Braun? aber die 9 gewesen, ne? Du hast ja Türkis vorher in dem Teststreifen gemacht, ne? Genau, Ja, genau. Wenn okay. ich das Kiki-Lament, ne, dann würde ich hier einen neuen raussuchen. Okay. Genau. Und wenn wir unser Image geladen haben, müssen wir natürlich erstmal gucken. Also hier ist das geladene Bild auf der rechten Seite. Auf der linken Seite wird angezeigt, wie es gedruckt aussehe. Und das sieht natürlich noch ein bisschen mau aus. Also kann man mit dem Regler einfach mal nach oben gehen und ein bisschen rumspielen. Was passiert, wenn ihr auf einer Höhe seid? Das sieht man jetzt. Jetzt ist das hier unten in Rot eingefärbt. Das heißt, das funktioniert nicht, weil zwei Farben sind auf Schicht Nummer 13. Das geht nicht. Das ist, Moment, das sind die Layer quasi, die Schichten, oder? Und sobald du Genau. zwei Farben auf der gleichen Schicht hast, funktioniert das nicht mehr, ja? Aber Kiki, ganz Genau. kurz, ich versuche gerade für die Leute, die es vielleicht nicht checken, durchzublicken. Und zwar, der erste Regler ist schwarz, der jetzt einfach für dieses Bild schon mal reingerechnet wurde. Der zweite ist ein Genau. dunkelgrau, Jetzt mal oder? ganz nach oben. Ja? Genau. Dann haben wir Das, nein, das wird hellgrau. nicht. Entschuldige, Matthias, dass Ja? ich dich unterbreche. Das wird nicht für dieses Bild reingeladen. Schwarz, die beiden Grautöne und Weiß ist Standard. Das Okay. ist, ihr könnt laden, was ihr wollt, die sind immer Standard. Wenn ihr davon mal nichts braucht, wie zum Beispiel, ich sage jetzt, ach nee, so ein Hellgrau habe ich gar nicht zu Hause, möchte ich auch gar nicht verwenden, zieht den Regler nach unten. Und schon berechnet er das nicht mehr. Das heißt, du hast diese, was sind das jetzt, 10 Farben, nein, 15 Farben, die jetzt hier theoretisch zum Laden sind, kannst du hier reinladen, oder? Weil ich Genau. lese, ja. Und hast du schon mal so ein viel färbiges UForge mal gemacht? Ich sage jetzt mal mit Nein, 7 aus oder dem 8. Grund, Ja. ich bin faul, ich nutze meinen AMS. Du hast 4 Farben drin, fertig, oder? Genau. Das höchste der Gefühle, was ich bisher gemacht habe, sind 4 Farben. Irgendwann mit dem externen Laden, weil man kann ja nicht AMS und extern laden kombinieren. Man muss sich entscheiden. Du Okay. kannst nicht extern was dazuladen, wenn du dein AMS nutzen willst. Klar. Sobald der Y-Adapter da ist, werde ich dann auch mal extern laden und dann richtig bunt werden und dann Das mich heißt, hier du unten kannst aber, ausprobieren. falls du jetzt ein Bumble-Abuser bist und du hast jetzt 3 AMS, kannst du wirklich 12 Farben da reinmachen, ne? Tob dich aus. Ja, Ja. tob dich Macht aus. das Bild auch viel besser? Das will ich nicht sagen. Weil ich habe ja so das Gefühl, durch die Abstufungen, die du ja drucken kannst, weil er druckt ja bewusst auch teilweise leicht transparent, ne? Dann hast du ja so Farbunterschiede, die quasi so schöne Verläufe ergeben und somit kannst du aus einem Farbton ja schon mehrere drucken eigentlich. Sehe ich das so richtig? Ja, das siehst du richtig. Bei diesem hier als Beispiel in dem Original, da sind auch ganz viele verschiedene Grautöne drin, wo Ja. ich dachte, Jesus Maria, die habe ich ja gar nicht. Also ich hab das wirklich nur mit diesen Schwarz, mit diesen drei Farben gemacht. Der mischt sich das automatisch. Also ich zeige euch nachher das fertige Werk. Aber ich kann mir vorstellen, in bunt wird es noch lebendiger. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Oder je speziellere Farbtöne du für das Bild halt hast, weil ich sage jetzt mal, wenn du Mickey Maus drucken möchtest, wäre es halt ideal, dass du gelb, weiß, rot, schwarz und vielleicht dann noch ein paar Abstufungen hast. Oder Hauttöne könnte ich mir auch vorstellen, dass sie, wenn du sie als Filament schon besitzt, sie dann einen besseren Job machen, als wenn er aus Rot oder Orange Hauttöne mischen muss, oder? Genau, Vielleicht sehe ich genau. das auch falsch und ich sehe es eher als Maler, wie man Farben zusammenmischt. Und ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Aber ich frage mich eben, brauchst du nur 4 Farben oder sind die 12 eigentlich wesentlich besser? Und du sagst, es geht beides. Man muss halt Ja, einfach, ja, ganz schauen, genau, okay. es geht tatsächlich beides. Was wichtig zu wissen ist, bei Hauttönen, dass man wirklich ein Natur nimmt. Ich hatte mir beim Toni das Clear geholt, also das Transparent, weil ich Ja. dachte, Natur und klar ist das Gleiche. Nö. Klar ist immer klar. Natur ist eingefärbt, das ist so leicht milchig.
Also man kommt ums Testen gar nicht herum, vor allem mit den Filamenten, Genau. die man zu Hause hat, oder? Genau. Aber mit Schwarz, Grau und Weiß könnt ihr unfassbar coole und tolle Werke erzielen. Für den Anfang Schwarz-weiß halt zum einfach, ne? Ja. Ausproben Schwarz-Weiß. Ganz genau. Tobt euch aus, vor allen Dingen, es sind verschiedene graue Abstufungen drin. Ich kann ja einmal spoilern. Ja, Spoiler mal, zeig mal. Das ist nachher das fertige Werk. Und ihr seht, hier oben ist ein Blaugrau mit drin. Und das hatte ich ja nicht. Das Ja, macht er, ich das weiß, mischt er sich das irgendwie Foto ist selbst nicht schön. zusammen. Genau. Genau. Und das war mein Ergebnis daraus. Für die, die es noch nicht wissen, Kiki, ich schalte mal kurz um. Ja? Ich habe ja hier ein UFO-Bild. Ihr seht jetzt, von oben direkt drauf schaut, seht ihr ein komplettes Bild hier unten, den Drachen auch und alles drum und dran. Das ist schon unfassbar detailliert. Und das wurde jetzt zum Beispiel mit einer 04er Nozzle gemacht. Ne? Kann man das auch einstellen, dass es mit einer dünneren Nozzle, mit einer 01er zum Beispiel oder 02er geht? Kiki, kann man da feinere Details erzeugen? Würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Details feiner werden. Das Ding ist nämlich, wenn ihr das Ganze jetzt schief haltet, seht ihr, das ist ziemlich dick teilweise. Also das Rot dürfte in meinem Ja. Fall die letzte Schicht gewesen sein. Was heißt ziemlich dick? Aber es ist nicht flach wie ein Papier, das ist es nicht. Das ist nicht so, als würde ihr es gedruckt haben, sondern er baut halt seine verschiedenen Schichten auf und teilweise ist zum Beispiel dieser Ton hier, das ist weiß, mit Hauttönen gemischt, ergibt dieses leichte Rosé. Das dann in dieser Kugel, die hier oben ist, wieder ins Rot übergeht. Ziemlich interessant. Kiki, hast du mit Stringing eigentlich Probleme gehabt? Nein, gar Weil nicht. er setzt ja unfassbar oft auf und ab, damit er diese ultra kleinen Details hier hinbekommt. Ich sehe hier schon teilweise ganz leichtes Stringing, aber es wäre halt interessant, gerade bei den obersten Schichten, dass euer Filament oder eure Nozzle hier nicht stringt, dass ihr nicht die ganze Zeit Fäden hier drüber habt. Musst du sie nachbearbeiten, die Teile? Nein, gar nicht. Gar nicht, Gar nicht, wirklich nicht. Ich habe kein Stringing und ich nehme die raus und kann direkt weiterverarbeiten. Und ich sehe aber gerade, der Hajo schreibt, mit einer 02er Nozzle geht. Habe ich noch nicht ausprobiert. eben, das sind dann die Sachen, die ihr gerne auch unterhalb in die Kommentare reinschreiben könnt. Wir versuchen ja in unserer Community alle voneinander zu lernen. Und auch Kiki sagt, sie ist da jetzt nicht der Vollprofi, sondern wir können einen gewissen Teil. Kiki kann genau sowas erzeugen. Und das zeigt sie uns jetzt. Aber wenn ihr bessere Informationen habt oder wir hier vielleicht was sagen, wo ihr sagt, da könnt ihr interessantere Info raushauen, schreibt es auf jeden Fall unten rein. Der Chat wird zwar auch mit reingenommen, aber Kommentare in dem Fall werden besser gelesen. Kiki, ich schalte wieder auf deine Seite. Du kannst uns gerne weitere Informationen geben. Und noch eine kleine Anmerkung. Dieses hier richtet sich ja wirklich für die absoluten Anfänger, für die, die UForge Interesse haben, aber gar nicht wissen, okay, was macht man damit überhaupt oder brauche ich da weiß Gott was für Material, also sprich Filament, für die haben wir das hier gemacht. Die Julia schreibt gerade, kann man das Einfärbige von hinten beleuchten? Julia, ich würde sagen nein, weil UForge basiert darauf, dass es mit schwarzer Deckschicht anfängt. Gehe ich da richtig aus davon, Kiki? So ein Bild ist Ja, hinten aber schwarz, oder? es soll ja jetzt mittlerweile das auch mit Lithophane in Verbindung geben. Da bin ich aber raus aus dem Thema, weil ja, Okay, ich haben wir mag noch nicht sowas get nicht und wir beleuchtet. haben wir noch nicht getestet. Okay. Genau. Ja, ist in Ordnung. Okay. Okay. So, jetzt tun wir doch mal so, als ob uns dieses Bild hier so gefällt. Ja, ich meine, das Schwarz, ja doch, lassen wir es einfach mal so. Also Dieses Bild. was hast du jetzt drin? Du hast vier Farben drin, schwarz, Nein. dunkelgrau, nein, drei Farben. Nein. Schwarz, Ja, Grau und und weiß. Weiß. Also klassische Standardfarben eigentlich, ne? Ja, das, Okay. was man eigentlich zu Hause hat. Damit könnt ihr auch wunderbar Fotos machen, Schwarz-Weiß-Fotos. Schwarz, Grau, Weiß. Vielleicht hat noch jemand ein Hellgrau, kann man natürlich noch mit einspielen. Ja, Ja, und dann okay. gucken, okay, möchte ich das haben. Und an und für Ja, sich mit diesen Reglern gibt's, sorry, dass ich immer reingrätsche, aber es sind Sachen, die mich interessieren. An und für sich kannst du mit diesen Reglern die Kontraste des Bildes anpassen. Sehe ich das so genau. richtig? Genau. Also es ist ja nicht die Sättigung, sondern es ist eher jetzt momentan bei Schwarz-Weiß das Kontrastergebnis, ne? Jetzt Jetzt machen kommt wir zum Beispiel, Rosa rein. machen wir den mal in. Ja. Ja, schön, ne? Ja, genau. Einfach nur zur Demonstration.
Vor allen Dingen, ladet euch mal so ein Bild rein und spielt einfach mal mit den Reglern rum, was denn überhaupt passiert. Jetzt zum Beispiel, gerade war er noch, ne, bei dem Schriftzug und bei dem Wolf und jetzt geht er nach oben und schon ist er im Hintergrund. Einfach mal mit den Reglern rumspielen, es kann nichts passieren. Also hier wird, der Dieter schreibt gerade, normalerweise wird von dunkel nach hell gedruckt, weiß ist das dann das Oberste. Genau. Ist das immer so? Weil ich kann das nicht bestätigen. Bei mir zum Beispiel, bei meinem Bild, das ich gedruckt habe, war rot war das Letzte, das gedruckt wurde. Und weiß war im Prinzip das Zweite, das gedruckt wurde bei meinem Bild. Ich weiß nicht, wie es, kannst du das von den Layern her eingeben? Das könnte man von den Layern eingeben, ja, indem man einfach den Regler nach oben schiebt oder nach unten. Wir sehen hier unten, hier steht Layer, wir sehen hier immer die Layer, auf welchen Layer wir uns befinden. In dem Fall sehen wir haben 27 Layer insgesamt. What? Das Weiß, 27 Layer. Das Weiß, das Ende ist. Ach, du druckst an und für sich ja so dünne Schichten, deswegen sind 27 Layer bei mir, bei so einem fertigen UFOs schon so kurz, also so dünn, ne? Die Basisschicht ist immer 0,16 und jede weitere Schicht ist 0,08 bei UFOs. Okay, das ist nix. Alles klar. Das ist gar nichts. Und bevor wir das jetzt aber abspeichern, hier oben könnt ihr die Größe einstellen von eurem Bild. Oh, du hast jetzt 200 auf 200, oder? Ganz genau. Okay. Jetzt wird hier gerade die Frage gestellt, kann man auch mehr Layer einstellen? Dass du über diese 20 Layer kommst oder was du da jetzt gerade warst? Das ist eine gute Frage. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Sowohl bei den Fotos nicht, als auch bei den fertigen. Mhm. Aber es kann sicherlich. Also 27 Layer habe ich ja jetzt, ne? Oder 27, ja. Ich vermute jetzt einfach mal kurz reingrätschen, Leute. Man an und für sich kann man ja aus 5 Farben jedes Bild drucken, das es auf der Welt gibt. Da haben wir die Basisfarben RGB, also Rot, Gelb, Blau. Rot, Gelb, Blau, Schwarz und Weiß. Und wenn die im richtigen Verhältnis sind, entsteht jedes Bild. Auch das Bild, was ihr jetzt gerade im Fernseher seht, ist im Prinzip aus diesen Farben gemischt. Heißt ja an und für sich, auch das UForge theoretisch gesehen mit den richtigen RGB-Farben und Weiß und Schwarz alle farbigen Bilder der Welt drucken kann. Kiki, stimmst du mir zu oder sagst du, das ist ein absoluter Blödsinn? Nee, eigentlich stimme ich dir zu. Eigentlich habe ich gerade das Internet gesprengt mit einem Satz, ne? Das eigentlich, das Unfassbar. Behalte ich mir immer rechtlich vor. Okay, also, okay. Ja? Der Robert sagt, er hat schon 42 Layer gehabt. Kann man sicherlich auch, denn was mir gerade durch den Kopf geht, erstmal kann man hier bestimmt die Höhe einstellen. Und desto mehr Farben ich habe, desto mehr baut der ja auf, desto mehr Schichten kommen ja. Aha, demnach muss ich die Höhe doch auch hochsetzen. Wahrscheinlich. Gut, das ist etwas, das könnt ihr dann als Fleiß... Wir müssen es testen. Wir müssen es testen, ja. Oder die Leute sollen es als Fleißarbeit zu Hause mal probieren. Genau. Das könnt ihr gerne machen. Hier wird der Carsten stellt gerade die Frage, wenn ich ein 150 auf 150 mm Lithophan drucke, kann das gut 12 bis 15 Stunden dauern. Wie lange dauert der Druck bei UForge? Das wirst du gleich sehen, Carsten, denn wir slicen es jetzt gleich. Ja, Carsten, bleib dabei. Carsten, bleib dabei. Schalten Sie nicht ab. Weiter nach der Werbung. Diese Werte hier, die Layer 11, 20, 27, die könnt ihr euch auf einen Zettel notieren, müsst ihr aber nicht, denn wenn wir das Ganze jetzt gleich abspeichern, wird automatisch eine TXT-Datei erzeugt, wo die ganzen Werte nochmal festgehalten sind, denn ihr macht das Ganze hier in mühevoller Arbeit, speichert das Ganze und wollt es vielleicht erst in 4 Wochen drucken. Ja, da wisst ihr ja gar nicht mehr, wie hier das eingestellt war. Also von daher, da gibt es immer eine kleine TXT-Datei dabei und dann kann man danach gucken. Okay, okay. Okay, dann speichern wir das Ganze jetzt mal. Philippe, warum hat der Philippe Werbung? Philippe, du kannst keine Werbung in den Streams haben. Diese Streams werden nie mit Werbung gestreamt.
Nein, der hat doch einen lachenden Smiley dahinter. Ach Ach nee, so, nicht schon das wieder ist. Werbung. Oh, okay. So, also speichern wir es mal ab. Wir machen das jetzt aber mal kurz hier rein. Lars, ich hab's auch nur ganz grob übers Knie gebrochen. Ich weiß, es gibt ja auch andere Mischmethoden wie Zmück zum Beispiel oder so. Ja, aber es war nur, es ist ja auch Einsteiger hier, ne? Aber ich versuche halt Fragen zu stellen, die unter Umständen euch auf der Zunge brennen, ne? So, jetzt möchte ich meine STL noch. Komm, ich überschreibe sie. Du kriegst eine STL raus quasi, ne? Genau, und ich habe gerade auch einmal das Projekt gespeichert. Okay. Ja. So, also gehen wir zurück in unser Bambu-Studio. Wir öffnen natürlich UFORT, das Profil, das ist wichtig. Also versucht es erst gar nicht mit dem normalen Profil. Da stellt ihr viel zu viel um, ne? Genau. Aha. Dann laden wir unser Bild und wie Und wir dann sehen, sehen wir nichts. kriegen wir ein schwarzes Bild. Das hat mich auch am Wir kriegen. Anfang irritiert, ne? Ja. So, jetzt müssen wir als erstes mal slicen. Okay. Wie Sie sehen, da dauert jetzt ein paar Stündchen der Slice. 3 Jahre später. Die Frage, Model vereinfachen, würdest du sagen ja oder nein? Weil es gibt ja oben jetzt gerade dieses Pop-up, das er sagt, es sind zu viele Dreiecke in diesem Bild, aber dadurch nimmst du dir ja extrem viel Schärfe aus dem Bild wahrscheinlich raus, Da oder? wird hier nichts vereinfacht. Nee, nee, der soll mal schön rechnen. Und wenn das eine halbe Stunde dauert, das ist mir doch egal. Okay, Hauptsache er macht ordentlich Gas, ne? Aber sowas wie von. Also, hier schreibt gerade jemand, im rechten unteren Feld gibt es den Punkt Max Teth, also maximale Tiefe. Da kann man einstellen, wie dick das Bild nachher wird. Je größer der Wert, desto dicker das Bild und desto mehr Leer hat er. Vielen, vielen Dank. Okay. Genau, hier. Ah, okay. Ja, also jetzt wird er Schon maximal gefunden. 2,24 mm dick. Sehe ich das richtig? Okay. Okay, wir gucken, wie weiter ist. 35%. Okay, haut Fragen raus. Jetzt ist die Möglichkeit. Hier steht, hast du schon mal, was? Hast du schon den vollfarbigen 3D-Druck gesehen oder ausprobieren können? Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, aber nee. Ich druck immer noch quasi mit Würstchen in verschiedenen Farben. Aber einen vollfarbigen 3D-Druck. Ich krieg sowas hin, aber ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja, naja, schwarz würde sich bei der Mischung der Grundfarben ergeben. Ja, weiß auch, wenn man es richtig macht, ne? Außerdem muss man unterscheiden zwischen additiver Mischung und Subtrakt. Alter, Leute, Einsteiger-Tutorial hier, ich weiß. Der eine oder andere hat jetzt gerade Google angeschmissen oder Wikipedia und postet hier. Oder weiß es tatsächlich, wie man mit Farben umgeht. Es sind nur Fragen, die ich hier stelle. Reitet nicht so drauf rum. Gibt es das Profil auch für andere Slicer oder muss man sich das na, dann halt selbst alles einstellen, Kiki? Wird hier gefragt. Das muss man sich leider selber einstellen. Oder ihr wechselt an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, jetzt, wenn ich es euch sage, einfach mal zum Orca bzw. zum Bambuslicer. Und ihr werdet sehen, das wird gut. Kiki, du bist wieder am Bild. Du hast eine Ich Warnung? bin wieder am Du Bild. hast eine Warnung. Was ist das für eine Warnung? Lies es vor, ich sehe es nicht. Das ist ein Konflikt zwischen dem Tower oben, Ah, also, okay. Ja. den werden wir jetzt aber mal ganz gekonnt ignorieren. Aber Okay. mein Stream hat sich gerade aufgehangen, das heißt, ich sehe im Moment das Bild nicht. Wir Ich sehen höre dich alles. nur. Wir sehen alles. Ja. Okay. Ja. Ja, ich habe nur gesehen, ja, deine Maus bewegt sich. Momentan Ja. läuft's. Ja. Ich Also lade den Stream nachher neu. Gar kein Thema. das ist jetzt die erste Schwarzschicht quasi, oder die ersten Schwarzschichten. Das sind jetzt schon mal 11 Schichten, sehe ich gerade. Ganz genau. Wir haben ja hier 11, also 11 Schichten druckt er erstmal in Schwarz. Okay. Dann haben wir jetzt hier das nächste, 20 Grau. Das heißt, wir gehen wieder in den Studio. 11 Schwarz. Dann sagen wir hier Filamentwechsel. Macht das Ganze bitte in Grau. Aha. Und dann gehen wir auf 20 hoch. Das war ja unsere letzte Zahl. Ja. Und sagen Filamentwechsel,
Weiß. So, und Jetzt hast du jetzt? deine drei Farben drin. Jetzt musst du aber nochmals leisten, oder? Jetzt muss ich nochmal slicen, ganz genau. Und ich hätte das hier vielleicht Schmeißen doch weg. Den brauchst du kleiner doch machen nicht, oder? sollen. Den brauchst du doch gar nicht, oder? Brauche ich den nicht? Doch, klar, der macht doch den Wechsel. Ja, okay, gut. Ich hätte das hier kleiner machen müssen, ganz einfach. Ist in Ordnung. Ja. Aber da habe ich dann am Schluss noch eine Frage zum Thema kleiner machen. Wobei du slicest Jetzt jetzt kann eh man es wieder. nicht mehr. Jetzt kann man es nicht mehr kleiner machen, weil jetzt gibt er mir auch zu nah am Schwerbereich. Also, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte es tatsächlich von Anfang an kleiner machen müssen. Es geht sich doch. Ah, okay. Ja. Aber du mach doch den Tower kleiner. Geh auf Sonstiges. Ich gehe auf Sonstiges. Ja. So, Reinigungsturm und dann kannst du die Größe des Reinigungsturms eingeben. Jetzt hast du eine 35er 45, dann machst du ihn halt einfach auf 10 oder so, keine Ahnung. Und jetzt kannst du ihn verschieben, ne? Genau, geht. Matthias, wenn ich dich nicht hätte. Aber du kannst ihn auch irgendwie Was rausschieben passiert? oder. Nee, du musst ihn schon rausschieben. Weiter geht er nicht. Echt? Dann machen bitte 10 auf 20. Der Ja, komm Sauhund. her, meinetwegen mache ich eine. Wir machen den 10 mal 10. Das wird so ein Miniaturding. Ja, voll. Das reicht total, aber jetzt ist er nichts drin. Okay, cool. Der Alex schreibt auch, er druckt auch ohne Tower. Ich würde es auch ohne Tower drucken. So, jetzt rechnet der ganz kurz. Kiki, ich schalte mal Ja. um. Jetzt habe ich das Bild hier, ne, und will das kleiner machen. Das ist ein Schwachsinn, wenn ich in UForge das vorher nicht kleiner gemacht habe. Gehe ich davon richtig aus? Denn wenn ich das Bild Richtig. jetzt einfach vermindere und verkleinere, mache ich ja auch die Dicke etwas anders, ne? Genau. Weil ich ja Also das bitte proportional in alles kleiner UForge machen. mache. Ja, also vorher in UForge das Bild kleiner schieben und nicht bitte im Slicer. Im Slicer muss es 1 zu 1 so gedruckt werden, erst dann funktioniert es richtig, oder? Genau, Okay, richtig. hab ich verstanden, danke. So, und fertig ist unser geslicedes Bild. Und er braucht für dieses Bild, was jetzt 20 mal 20 ist, insgesamt Druckzeit 4 Stunden 42. Das ist eine beachtliche Summe. Es ist aber Aber groß. ich drucke hier auch gerade, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich euch hier ein Bildchen rüberziehen kann von dem, was ich gerade drucke. Kiki, ich schalte mal ganz kurz um, damit die Leute Ja. wieder mich sehen, damit ich hier wieder in das Gerät, in die Kamera rein. Gebt mir eine Sekunde, Leute. Aber ich habe gerade Mickey Mouse in Arbeit. Oh, das klingt auch total falsch, ne? Dass ich gerade Dezent. Mickey Mouse in Arbeit habe. Der ist gerade bei 39% und jetzt schaue ich mal, ob ich die Kamera einschalten kann. Das gibt ja bei mir immer dieses Problem, dass ich zwar. Oh, wir müssen übrigens mehr raushauen. Wir haben 502 Zuschauer, Kiki. Ja, aber bitte, aber diesmal mache ich nicht mit. Mein Mäh ist nicht. Vielen Dank für über 500. Danke, danke. Ich habe es gerade gesehen, Leute. So, meine Kamera schafft es leider nicht oder mein Rechner schafft es nicht, die Kamera hier reinzuladen. Ich druck gerade ein 20 auf 20 cm großes UForge von Mickey. Und er ist jetzt gerade bei Farbe Nummer 2, bei Layer Nummer 12 von 42. Und ich druck hier mit Schwarz, Weiß, Gelb und Orange. Das wurde mir vorgeschlagen. Also da kommt kein Rot oder so vor. Ich werde es in den nächsten Stunden, wahrscheinlich aber erst morgen, als Foto mal hier in YouTube reinladen, beziehungsweise auch auf Instagram und so, dass ich euch mal zeigen kann, wie das Ganze am Schluss aussieht. Kiki, ich schalte wieder um auf deinen Ja, Monitor. bevor ich es überlese, die Janina hat eine Frage gestellt, ob der Druck den Drucker, nein, ob der Drucker den Druck nicht abbricht, wenn man auf Pause geht. Nein, der geht in Warteposition. Im besten Fall behält er die Nozzle-Temperatur bei. Man macht einen Farbwechsel, also Filamentwechsel, Ja. und sagt dann auf Fortsetzen. Ja. Dabei musst du natürlich aufpassen, wenn du einen Bettschubser hast, dass du natürlich nicht an dein Bett ankommst, beziehungsweise an den Druckkopf. Also es ist, wenn ihr kein automatisches Refill-System wie das AMS habt, ist es eine leichte, ich sag mal, du musst dir das entladen, das Filament, das neue laden. Es ist ein bisschen heikel. Du musst schauen, dass das schön passt. Es darf nichts verschoben werden. Aber wenn du sauber arbeitest, funktioniert's.
Ganz genau. Und einen kleinen Tipp noch für die Leute, die einen Bettschubser haben. Hatte ich ja nun auch, ne, meine geliebte Viper. Ich bin jedes Mal bei einem Filamentwechsel mit einer Pinzette dagestanden. Und bevor der runtergefahren ist, habe ich den letzten Fitzel, der an Filament rauskam, nochmal ganz schnell weggezogen, dass die Nozzle sauber aufsetzt. Ne, dass da nicht so ein Flatscher rauskommt. Ja, Druck abbrechen darfst du natürlich nicht, Alexander. Nee, das darf man Das nicht machen. nicht, ne? Aber du stellst ja im Slicer schon die Pause ein. Und das heißt, der fährt in seine Endposition zurück und wartet, bis Genau. du sagst, jetzt wieder starten. Da hast du aber die Möglichkeit. Du kannst Filament entladen, Filament laden, das geht ja. Und somit kannst du deinen Filamenttausch machen, wenn du eben kein AMS-System hast. Und sobald das neue Filament drinnen ist, gehst du auf Weiter, dann heizt da vorher nochmal die Nozzle auf. Viele Drucker bleiben, bei Marlin weiß ich es nicht, aber bei normalen Software bleiben die meisten Drucker auch mit der Hitze, der Temperatur der Druckplatte gleich. Es wird nur schnell das Filament getauscht, einmal rausgedrückt und dann geht es schon wieder weiter. Und das funktioniert an und für sich ganz gut. Genau. Cura Studio ist es ein Skript hinzufügen. Im Bamboo Studio kann ich euch zeigen. Im Moment habe ich ja jetzt immer einen Rechtsklick gemacht und habe gesagt, Filament wechseln. Der Moment, ich. oberste Posten. Ja? Achso. Ja, erzähl's die Leute. Bitte zeig's nochmal. Ich habe nicht umgeschalten gehabt. Ja, also jetzt sagen wir mal hier würden wir jetzt nochmal einen Filamentwechsel vornehmen. Wir machen einen Rechtsklick drauf, gehen nicht auf Filamentwechsel. Wir tun jetzt mal so, wir hätten kein AMS, sondern sagen Pause hinzufügen. Und Das dann ist wichtig, stoppt der genau, okay, Drucker ja. an dieser Position, wartet, du führst neues Filament ein und am Drucker kannst du dann sagen, bitte jetzt weiter drucken. Das Und heißt das aber, machst du, du musst ja? dir, Entschuldigung, du musst dir aufschreiben, welches Filament wann kommt. Weil du führst jetzt nur eine Pause durch. Der weiß ja, an und für sich weiß dein Drucker nicht, dass er mit einer anderen Filamentsorte druckt gerade. Ganz genau, ganz genau. Also Okay. ihr solltet einen kleinen Zettel daneben liegen haben, wenn ihr mehrere Farben habt, dass ihr nicht durcheinander kommt. Also es ist ohne AMS-System schon eine gewisse Challenge, aber es kriegt jeder hin, weil ich habe schon gesehen, viele von euch zu Hause haben vielleicht noch einen Ender 3 zu Hause oder einen Anycubic oder so und machen das auch regelmäßig. Das heißt, es haben schon viele Leute hinbekommen. Wahrscheinlich muss man halt ein, zwei Fehldrucke in Kauf nehmen, bis man das Handling heraus hat. So gehe ich mal davon aus. Ne? Und Leute, das ist ja nicht das einzige Video, das es im Internet gibt zum Thema UForge. Da gibt es etliche, die vielleicht gerade mit eurem Drucker, den ihr zu Hause habt und somit auch mit euren Slicer genau das mal kurz übers Knie brechen und zeigen, wie das funktioniert. Wir geben euch heute hier mal Anstoß und zeigen, wie funktioniert das Ganze an und für sich. Das ist, glaube ich, auch die bequemste Art und Weise, das eben mit dem AMS-System zu machen. Da braucht ihr halt ein Bambolab dazu. Aber sonst, es würde auch mit allen anderen Druckern gehen. So Ich ist lese in es. der Zwischenzeit, muss man sich nicht aufschreiben, wo welcher Wechsel kommt. Es wird beim Speichern eine Textdatei mit erzeugt, wo das alles drinnen steht. Ja, das steht auch alles drin. Genau. Kiki hat vorher gesagt, es kommt eine XMP-Datei, glaube ich, oder wie? Was kommt da hin? Eine TXT-Datei ganz genau und da steht dann ganz normal, dann steht da, welche Farbe, welcher Wechsel. Okay. Also die Farbe steht dort und die Layer. Ja, Leute, wir haben die Das ist Ziege bei 500 schon rausgehauen. Hier herrscht gerade Ziegendiskussion. Und ich werde gerade gefragt, ob man sich das später hier nochmal angucken kann in Ruhe. Natürlich. Wie immer Nee, werden die Streams noch Kiki, ich aufgezeichnet. hab aus Versehen heute nicht auf Aufzeichnung gemacht. Okay. Oder Ich bin dir nicht es gespannt. ist der 1. April und ich sage einfach natürlich, so wie immer, Leute, es wird alles aufgezeichnet. Ihr könnt es jederzeit im Nachtrag wiedersehen. Und mit Kiki auch ausgemacht, es gibt ja jetzt dann mehr Möglichkeiten, die man hier im UForge-Programm machen kann, die wir heute nicht ansprechen. Wir machen heute mal Basis. Aber wenn ihr euch das Thema gefällt, dann müsst ihr einfach überhaupt mal das Ganze liken und sagen, das war cool. Und dann werden wir vielleicht nochmal ein Update mit Kiki machen und weitere News raushauen und vielleicht mal in speziellere Bereiche reingehen. Auf jeden Fall, ne? Ganz genau. Und eine Sache habe ich noch für euch. Und zwar, wer jetzt sagt, ach nee, 20 € möchte ich dafür nicht ausgeben, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Ich möchte aber trotzdem mal UForge ausprobieren. Der geht doch einfach mal auf die Suche. Zum Beispiel, zieh es jetzt rüber, so, bei Printables. Bei Printables findet ihr auch sehr, 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 sehr viele Dateien. Makerworld natürlich auch. Die sind komplett schon fertig.
wenn ihr jetzt sagt, okay, das gefällt mir, dann werdet ihr immer sehen, hier unten steht, ab welchem Layer welche Farbe gewechselt wird. Also ihr fangt wieder mit Schwarz an, ab Layer 5 Rot, das ist aber geil. Ab ja. Layer 10 ne? Gelb mhm. und den Rest in Weiß. Und schon könnt ihr loslegen. Also ihr müsst die Software nicht kaufen, aber um Reforge auszuprobieren. Es lohnt sich. Darf ich gleich was zeigen? Und zwar, wenn ihr hier auf Maker World geht und hier zum Beispiel UForge, habe ich jetzt richtig geschrieben? H-U-E. H-U-E, H-U-E. Spinne ich jetzt? Ja, da schreibt das, Alter. Peinlich hier. So, dann könnt ihr, und das ist natürlich der Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel schon Bamboo Labs habt, ihr könnt das Ganze im Bamboo Studio öffnen. Also direkt rein öffnen. Das einzige Ding ist, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, hat derjenige mit demselben Rechner, mit demselben Drucker das Ganze hier gesliced? Aber ihr seht, er zieht jetzt mal alles rein, hat auch schon die Farben hier drinnen, die er genutzt hat, damit er diesen Mario jetzt machen kann. Und vor allem müsst ihr auch schauen, okay, der X1C Carbon ist jetzt ausgewählt, die Schichthöhe ist bei ihm auf 0,2, also da passt was nicht, Kiki, oder? Genau. Da passt was nicht. Aber ich hab schon UForge-Bilder bekommen, wo alles eingestellt war. Geht theoretisch auch. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Die 0,2 ist immer verdächtig. Dann hat der das nicht mit übertragen, sondern hat euch einfach nur die Layer gegeben, wie das Ganze hier funktioniert. Also mein Rat am besten ist, mit der ganzen Geschichte zu machen, so wie es Kiki zeigt, mit dieser Anwendung, funktioniert, glaube ich, am besten. Weil wenn du das Ganze von irgendwelchen Leuten aus dem Internet bekommst, kann es halt passieren, dass es kacke wird, oder? Okay. Ganz genau so ist es. Ja, genau so ist es. So, ich muss, dich wieder aufmachen, größer machen. Ja, dann wurde ich oft gefragt, was macht man eigentlich mit diesen UForge-Bildern? Naja, man kann sie rahmen, man kann sie als Bild nehmen, aber was ich auch mega genial finde, entweder als Einladungskarte, als Glückwunschkarte, einfach drucken und auf der Rückseite mit dem Edding seinen Text und schon habt ihr eine Einladungskarte oder eine Glückwunschkarte, die nicht so schnell im Müll landet. Weil Papierkarten, jetzt seien wir doch mal ehrlich, die verschwinden dann und wann. Aber so eine UForge-Karte, die hat Bestand. Aber man kann sie sich noch schön an die Wand hängen. Theoretisch gesehen kann man ja auch, wenn man ein Bildbearbeitungsprogramm zu Hause hat, wie GIMP oder Photoshop, das Bild nutzen, da einen Text reinschreiben und diesen Text dann mit reindrucken. Das geht ja auch. Natürlich, selbstverständlich. Den kann man sogar farbig machen. Ja. Hui, ich habe jetzt langsam Bock drauf, so ein richtig total kompliziertes Bild, das ich vielleicht mal mit Photoshop gemacht habe, das so in UForge zu drucken. Versuch es. Sag Kiki. Mir Bescheid, wie es geworden ist. Ich habe es getestet. Schwierig? Ich bin gescheitert. Also an dem Foto, was du mir gegeben hast, bin ich gescheitert. Okay, okay. Ja, war zu detailreich. Kannst du sagen, was gute Bilder sind und was schlechte Bilder für UForge? Nein. Hängt es vom Bild zu Bild ab, oder? Ja. Ja, ja. Je nachdem, wie viel Tüdelkram mit dabei ist. Wenn jetzt hier ganz, ganz kleine Sachen noch mit dabei gewesen wären, bei dem Originalbild, ja, wäre es wieder tricky geworden. Hast du gehustet oder genießt? Ich habe beides irgendwie. Ich habe gerade einen Niehuster gemacht. Gehustheit, sage ich dann einfach Gehustheit, mal. Gehustheit, ja, danke. Ja. Ja, aber das war UFOT. Was? Durch oder was? Kiki ist durch. Eine Stunde. Eine Stunde? Du hast gesagt, wir machen eine Stunde, machst du Info heute. Mein Gerät wird... aber es gibt nicht mehr Infos. Ich meine, ich kann euch noch das Werk zeigen, nochmal... ja, das Moment. Dabei rausgekommen. Ja. Ich meine, schalt dich noch mal bitte kurz ein, dass man dich sieht. Weil dann habe ich mich natürlich nicht vorbereitet. Ach so, du versuchst es gerade in den ich sehe gerade den ganzen Verlauf und alles und die Ordnerstruktur von Kikis Rechner. Sehr interessant. Es ist Wahnsinn, was die... Alter, Kiki. Nee, solche Bilder am Rechner. So, echt, jetzt oder? Kannst du es zeigen. Nee, will ich nicht. Nee, sowas zeige ich nicht. Doch, ich zeige es. Okay. Du hast natürlich dein Kali gemacht, ne?
Go Kali, go. Natürlich. Ja. Natürlich, Leute. Ich sage euch, nichts ohne Karl. Und das war halt einfach nur eine Grafik, die habe ich geladen. Das ist mit 3 Farben gedruckt. Schwarz, Grau und Weiß. Mhm. Und das ist bei rausgekommen. Und ich feiere es so sehr. Es ist schon in gewisser Weise bei vielen Bildern eher so ein leichter künstlerischer Touch noch drinnen, ne? Natürlich. Also es wirkt schon so, nicht gemahlen, aber es ist so 100% fotorealistisch geht es noch nicht, ne? Das gibt's. Und zwar, gebt mir eine Sekunde. Weil es gibt extrem krasse UForge-Bilder. Also teilweise habe ich da richtig hartes Zeug gesehen, ne? Mein Lieblings-UForge? Hör auf. Das ist schon realistisch, Nirvana. Ja, aber das ist ja ein normales Bild, oder? Das ist ja nicht UForge. Das ist ein UForge-Bild, hier. UForge. Ja, aber ist das ein Vorschaubild? Das ist. Oder nein, kommt das so aus dem Drucker? Das kommt so aus dem Drucker. Es scheitert bei mir im Moment nur an diesen Natur. Das habe ich halt nicht. Ich habe schwarz, ich habe grau, aber ich habe das Natur leider nicht. Sonst hätte ich schon längst gedruckt. Aha. Aber das ist. Erklär mir nochmal, was ist dieses Natur? Ist das so ein leicht transparentes Filament? Oder wie kann man sich das vorstellen? So ein milchiges. Es ist transparent mit so milchig, also nicht klar. Ich hätte ja jetzt einen Vergleich, aber ich möchte den nicht laut sagen. Okay. Oh nein, Kicke. Der Mischa ist gerade wieder weg. Die perversen Streams sind vorbei. Leute, gibt es Fragen an die Kicke, die jetzt den Chat natürlich auch mitliest, zum Thema UForge? Dann bitte haut sie jetzt raus. Beziehungsweise Kiki, liest vielleicht auch die letzten Nachrichten nochmal durch, ob da irgendwas drinnen ist, das du beantworten willst. Es geht auch echt realistisch. Ich habe da Fotos von meinem Mann und mir gemacht. Man muss nur immer mit den Schiebern spielen. Ja klar, die Einstellungen sind schon noch ein bisschen, brauchst ein bisschen Feingefühl. Ganz genau. Ganz Sag genau. doch einfach Cremeseife, sagt FD. Okay. Ich glaub, Cremeseife ist genau, ja, genau. Eiweiß. Andrea, das Eiweiß. Ja, Eiweiß. Die Einstellung, also das Profil werde ich nachher hochladen. Das setzen wir hier unter das Video und dann könnt ihr da jederzeit drauf zugreifen. Gar kein Thema. Und da seht ihr dann auch die einzelnen Sachen. Kiki, der Heiko schreibt gerade was ganz Interessantes. Das hat gar nichts mit UForge zu tun, aber er versucht sein Glück. Und er hat jetzt Glück, ich versuche es zu beantworten. Was genau bedeutet PSI 32 beim Airbrushen? Und wenn der Wert niedrig ist, muss die Farbe verdünnt werden? Geht das auch mit Wasser oder mit anderen Mitteln? Heiko, weißt du, was ich dir dazu antworten kann? Genau gar nichts. Ich habe noch nie von einem PSI 32 Wert gehört, noch dass es da irgendwie ums Verdünnen oder Airbrushen mit Wasser geht. Kiki, weißt du irgendwas? Das hört sich an wie eine tropische Krankheit. Ich weiß es nicht. Also Heiko, lieber Google fragen. Da Kiki und Schweighofer sind da draus. Ja. Leider, ja. Es geht auch echt realistisch, das haben wir schon. 32 Psi ist Druck, ja, also Luftdruck. Ach so. Bin ich aber dennoch raus. 32. Ach, Moment, es geht, jetzt komme ich langsam auf den Punkt. Luftdruck, genau. Es ist nicht bar, er ist 2,1 bar. Danke dir, Lord. Das heißt, du fragst gerade, ob du Farben, die nicht mit 32 Psi gedruckt werden können, verdünnt werden müssen und wenn ja, wie stark? Von mir aus gesehen würde ich jetzt sagen, ich kann dir keine Werte geben, sondern du musst es ausprobieren. Wichtig dabei ist nur, misch sie außerhalb in einem kleinen Töpfchen. Ist besser als im Pottich selber drinnen mischen, weil wenn du eine Farbe mischst, die zu dickflüssig ist und nicht durchkommt, weil der Druck zu schwach ist, zum Beispiel, ja, dann, und du mischst das in einem Töpfchen an, hast du meistens unten bei der Nadel im Töpfchen noch ein bisschen cremige Farbe, die halt noch zu dick ist und du verstopfst sofort die Düsen. Schau dir einfach ein, zwei meiner Airbrush-Videos an. Genau das passiert regelmäßig bei meinen Videos. Kiki, gibt es von you... Brush du denn? Was, Kiki? Kiki, aus, stopp! Ich habe noch nie gemessen, aber es tut nicht weh. So, Kiki, gibt es von UForge auch eine direkte Anleitung, also mit
Schichtstärken etc. Ja, also der gute Stevie, ja, hat einige Videos rausgebracht. Die sind natürlich alle auf Englisch, die könnt ihr euch auch gerne reinziehen. Ansonsten gibt es bei YouTube unzählig viele UForge-Videos. Jeder haut irgendeinen Tipp raus. Schaut sie euch an und testet einfach. Dieses hier war wirklich für die Anfänger, wie lass man startet sehen, ja. Mit UForge. Ganz ja. Genau. Aber das Programm kann unfassbar viel. Ja. Nicht zu verwechseln, wie startet ihr mit YouPorn? Da sind Kiki und ich raus. Können wir euch nicht sagen. Oder wollen wir euch nicht sagen. Oder sagen wir Ihnen das nicht auf diesem Kanal? Nicht auf diesem. Nicht auf diesem, okay. Dafür gibt es andere Anleitungen. Gut, Kiki, wir müssen auch hier jetzt mal verkünden, dass das einer der letzten Streams wird für relativ lange Zeit. Wir haben uns das bis zum Schluss aufgehalten. Der eine oder andere hat es vielleicht in vorhergehenden Streams schon mitbekommen. Kiki steht jetzt kurz vor einer OP, die ein bisschen härter ist, ein bisschen viel härter. Und wir drücken ihr natürlich die Daumen, haben aber auch Nachsicht. Dieser Kanal existiert nun mal einfach nur, wenn Kiki dabei ist. Heißt so viel wie, ich streame nicht, wenn Kiki im Krankenhaus liegt. Und somit müsst ihr warten. Hat aber auch folgenden Vorteil. Ab Mittwoch bin ich sowieso wieder mit der Band auf Tour. Somit müsst ihr jetzt, Kiki, schätzen wir mal, 14 Tage? Wenn alles gut läuft? Ja? Ja. 14 Tage ohne Schweighofer auf diesem Kanal hier auskommen. Ich werde versuchen, auf dem Hauptkanal immer wieder neue Videos zu laden, aber halt keine Live-Videos. Deswegen gab es jetzt auch diesen Streaming-Marathon, um euch so ein bisschen zu sättigen für die nächsten Tage und dass ihr halt dann einfach so in 8-9 Tagen so richtig heiß seid drauf, dass Matthias und Kiki und vielleicht der Micha auch wieder mal in dem Stream vorkommen und sei es nur per Kopfhörer und Stimme. Aber ich denke, das ist nur fair. Ich möchte mich jetzt eigentlich auch aus der ganzen Streaming-Geschichte ohne Kiki kurz raushalten. Erst wenn sie wieder da ist und es ihr wieder besser geht, werden wir das gemeinsam wieder angehen. Oder, Kiki? Genau, das finde ich sehr lieb von dir. Ja. Der Discord, bzw. die Bastel-Bastel-Gruppe, die wird genauso weiterhin bestehen. Kann auch durchaus sein, dass ich im Discord mal am Abend schlichtweg ein bisschen live bin und ihr seht, wie ich hier bastel. Sowas kann passieren. Aber da braucht man ja keine Admin in dem Sinn, sondern da kann ich euch heraushauen, falls irgendwas scheiße ist. So ist es. So ist es. Ja, du wolltest was sagen. Die Rakete. Ganz genau, zwei Sachen habe ich noch. Und zwar, natürlich bin ich mit Matthias die ganze Zeit im Austausch. Ja, also ich nehme mein Handy natürlich mit. Auf die Intensivstation, na klar. Nein, irgendwann komme ich ja von Intensiv dann doch mal wieder runter, ja. Hoffentlich. Das erste Handy her. Natürlich kann der Matthias gerne mal zwischendurch eine Story raushauen, um kurzes Feedback zu geben. Ja. Dafür unten, unterhalb von diesem Video, ist der Instagram-Account verlinkt. Klickt einfach drauf, geht auf Folgen und dann seid ihr up to date. Bei meinem Instagram-Account, meinst du? Natürlich, ich werde nichts posten bei mir. Okay. Ich gehe inkognito ins Krankenhaus. Die wissen gar nicht, dass ich es bin. Die wissen gar nicht, dass ich komme. Dann für all diejenigen, die gefragt haben, der Micha hat es auch nach Hause geschafft. Micha, vielen Dank. Für all diejenigen, das sind zwei Personen, die mir noch nicht geschrieben haben, dass sie gewonnen haben beim gestrigen Stream. Bitte schaut euch den Stream an, ihr habt gewonnen. Schreibt mir über Instagram, Facebook oder hier auf dem Discord eure Adresse, euren Namen. Und Kiki, bitte lies jetzt einfach mal den Chat, ist doch schön, oder? Das die ist drücken dir schön. Alle fette Daumen. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Und vielleicht hat der ein oder andere am Donnerstagmorgen kurz Zeit, um mal an Kiki die Daumen zu drücken. Würde mich sehr freuen. Aber eine Sache habe ich noch, Matthias, und zwar möchte ich ganz, 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 ganz liebe Grüße an zwei Zwerge raushauen, die mich immer wieder zum Lachen bringen und zum Schmunzeln bringen. Der Papa ist bei uns im Discord, in dem Voice gelegentlich und jetzt hatte ich auch mal die Möglichkeit, mit der Tochter zu reden und die ganz lieben Grüße gehen raus an die Lara und an den Ilias. Die zwei Kids quasi, ne? Die zwei Kids, ja. Ja. Und das lasse ich auch so da stehen, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Nur ganz liebe Grüße an euch zwei. Und liebe Kinder, ihr geht jetzt auch ins Bett. Ne? 21.10 Uhr, langsam wird es Zeit für die Falle. Oder, Kiki, dürfen Sie noch länger wach bleiben, wenn Sie gerade zuschauen? Na klar, eine Stunde geht noch. Ach, fies.
Meine Damen, meine Herren, Jungs, Mädels, liebe Kiki, ich werde dich zwar nochmal hören davor, aber auch hier sage ich mal alles Gute für deine OP. Schau, dass du hoffentlich wieder gut, gesund und zufrieden aus der ganzen Geschichte aussteigst. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, bin mit ganzem Herzen bei dir. Auch Nini soll ich, von Nini soll ich ausdrücken jetzt, toi, toi, toi. Liebe Leute, wenn alles gut geht, in 10 bis 14 Tagen, ich halte euch am Laufenden, sehen wir uns auf diesem Kanal wieder. Somit gehen wir jetzt eigentlich in die wohlverdiente Genesungs- und Sommerpause. Und danach geht's wieder weiter, Kiki, oder? War volle Möhre. Volle Möhre. Ich drücke dir die Daumen. Natürlich. Ja. Liebe Admine, liebe Dank Leute. Für die ganzen, für die ganzen Wünsche. Ich sehe gerade den Chat. Das freut mich. Ja, mich auch, mich auch. In diesem Sinne, lasst es uns emotional in den Montagabend reingehen. Ich verabschiede mich mit den Worten Peace, Love and Kiki, du bist die Geiste. Schweig ober. And? Ach schau, da ist sie schon dabei. And out. Tschüss.